Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town mit folgenden Chaoten. An meiner Seite sind der Enno. Hallo. Der Flori. Hi. Der Wanwa. Hallo. Und die Nabo. Moin. Moin ist vorbei. Runde ist vorbei. Oh. Das wäre fast schief gegangen. Ich brauche Munition. Hier gibt's jede Menge. Nimm halt ja, ich muss erstmal hinlaufen. Hallo, weißt du, wie lahmarschig man hier ist? Hier kann man nicht sprinten. Alter, das wird. Du kannst schon sprinten, wenn du willst. Navo? Das war cool! Das ist irgendwie das eine Modifikation, mit der man sprinten kann. Wann war? Ja, ich hab mich hier hochgesprengt. Guck mal. Ach so. What? Das war cool. Hä? Ja, wie, was, wo? Manchmal auch warum? Jetzt habe ich mich auch hochgesprengt. Ach, dort hinten bei dem Container. Ja, hochklettern kann ja jeder, aber mit der Disco hochsprengen ist schon ein Skill. Oh ja. Was soll denn das gerade, Weaver? Was sind das? Bannefläche, Inzig. Was habe ich hier? Eine Disco. Wenn er eine Inzig ja, nicht Super Disco, eine normale, du. Five Navo kommt auf mich zu. Guten Tag. Und geht jetzt erstmal Richtung Reaper. Nee, ich will ins Haus. Wanwa und Floris sind hintereinander. Was soll das denn? Wir fragen mich weiter nach. Ich habe nichts mit Wanwa zu tun. Mhm. Das sagen sie alle danach. Dachte, wir werden Wanwa steht beim Truck, da geht vielleicht gleich hinten rein und kommt oben wieder raus. Es? Reaper bei mir. Ich glaube, Enno ist paranoid. Ja, ja. Ich glaube, Wanwa macht hier einen auf Can't Miss Evershot. Ich hab den Bogen extra weggeworfen, aber okay. Ich weiß noch nicht, ob der gut ist auf dieser Karte. Meinst du? Ich glaube ja nicht. Hört ihr auch so ein komisches Geräusch? Nee, ich bin wo ganz anders. Das klingt irgendwie wie so ganz leise Klänge, die so ein bisschen so eine epische Musik sein sollen. Ich höre Tauben. Ja. Was denn, hast du hier das Skyrim-Bane-Theme laufen? Ich hab keine Ahnung. Wer ist das da hinten an dem Hafenkran-Gedöns da? An dem Hafenkran-Gedöns? Ich sehe das im Hafenkran-Gedöns. Das hab ich den da gerade gesehen. Ja, ja, ist Flori. Okay. Na, lieber, Sniper-Duell. Wenn du unbedingt sterben willst. Ich hab die Funs mit der Diegel nach dem Baseballbett auch noch umgelegt. No Scope. Das war einfach nur knapp mit Glück, weil ich nur ein Live hatte. Oh, aber erstmal treffen mit was der Diegel. Was für eins Live? Nee, der war so flach, wann war? Bitte. Da müsste jetzt eigentlich sterben. Bitte verlass den Server. Nein, dann haben wir ja noch weniger Spieler. Haben wir nur einen Traitor. Aber ist ja irgendwie immer nur bei wann war es ja immer in der ersten Runde Traitor, ja. Töte mich nicht. Das ist bei mir. Ja die Regel. Wer ist das da? Was ich bei der Map hasse, ist kommt man denn Löwengeräusche. Die klingen so wie die Taube. Und da kriegt man jedes Mal Paranoia. Ich hab ein Grab gefunden. Nein, von der anderen Seite. Wie beruhigend, ey. Grab. Flori ist immer noch hinten beim Container, hallo, Iber. Ja, ich will auch nicht zu euch. Ich bin Einzelgänger. Ja, dann in den Tank, oder was? Ich möchte nicht hier... Ach, ich lasse es jetzt mit dem Witz. Sehr gut. Der ist zu versaut. Ach, bring ihn, wir haben schon Schlimmeres. Danke. Das erinnert mich an Best of Pete's Meat. Das nächste ist so wie ein Mini-Orgasmus. Einmal auf dem Bildschirm gewichst. Ja, was denn? Ist so. Den haben wir da. Wann war? Ich bin nicht sonst Peter. Sonst haben sie ja keine Möglichkeit. Ich bin nicht Peter Enno. Peter Enno. Peter Enno. Peter Georg. In Wahrheit ist es ja Roger Rogerson. Okay. Ey, ich sehe die ganze Zeit nur Wanwa und Enno. Ja, schlimm, ne? Geht mir genauso. Ich sehe nur Wanwa. Flori ist hinten beim Tanker und Navo war immer hinten. Zumindest, ich letztens gesehen habe, hier hinten. Beim Sniper Point unten. Letztens. Hör auf, von hinten zu sprechen, sonst komme ich damals, richtig hart. Ne? Dieses Gespräch wird immer vulgärer. Wir hatten mal ein relativ hohes Niveau. Ja, Navo, wenn du auf mich schießen willst, dann bist du tot. Ich höre dir zu. Nochmal hinten rum rein. Hey. Flori, okay. Ich sag jetzt einfach mal. Flori ist Traitor.
Was? Nein. Was? Hä? Ich hab nur auf die falsche Taste gedrückt. Ich hab grad geschossen. Ach, so eine falsche Taste. Es leben noch alle, also. Ja, noch. Und noch mal. Was gleich trifft hier? Ich treffe auf mich wurde gleich geschossen, Flori war es nicht. Ich auch nicht, ich habe einen Sniper. Es muss, ja genau, es war eine Sniper. Aber ich habe eine Sniper, aber ich war es nicht. Ich habe weggeguckt. Das war ja fast nicht so klug, Enno. Naja, hol dir dein Minus-Trauma, wenn du willst. Das war definitiv ein Snipeschuss. Ja, das ist Enno. Also ich habe eine Shotgun schon die ganze Zeit. Also entweder war es Flori, der da hinten steht, oder Enno. Nee, dann war es Nabo, die ist nämlich gerade erst mit der Schrotflinte hergekommen. Aber ich habe schon die ganze Zeit eine Schrotflinte und ich kann auch mit Sniper nicht um. Kann jeder behaupten. Wer würde seine Schrotflinte bitte wegtun, um Sniper zu haben? Ich bin runtergefallen. Ich, weil ich habe meine Schrotze hier vor mir auf dem Boden liegen. Ja, du kannst auch damit umgehen. Wir lösen vielleicht mal auf und sagen einfach, dass Reaper Tears. Ja klar, ich schieße auf mich selbst, oder was? Ja, in genau. Den C. Als Ablenkung. Klingt jetzt nicht plausibel. Mein Vater hat mir mal gesagt, wo noch bei der Armee war, beim Bund, dass es wirklich einen gegeben hat, der hat einmal nach oben geschossen in die Decke, das Geschoss ist durch die Decke durch, nach unten gekommen und hat einen in den Fuß getroffen. So, solche Experten kriegen Waffen in der Hand gedrückt. Ja, wunderbar. Ja, das war zum Glück früher, das noch vor der Wende. Auch Wallhack, Enno. Auf mich wurde schon wieder geschossen. Na, ich war's aber nicht. Ich war's auch nicht. Flori war's definitiv auch nicht. Der hat nicht in meine Richtung geguckt. Also können es nur Navo und Vanva sein. Und wenn die zwei sich gegenseitig decken, dann sind sie beide Tree. Ja, aber ich decke ja Navo nicht. Das macht nur Reaper. Eigentlich passierte bisher noch gar nichts. Das ist das Komische. Also sicher Nabo und Wanda. War das eine. Der scheiß Tauben hier, ne? Also ich hab ja, ich weiß, eindeutig. Irgendeiner ist gerade jetzt Nabo erschossen. Okay. Das ist die einzige plausible Erklärung gewesen. Sie war auf dem Haupthaus hier vorne, auf dem ersten Haus auf dem Dach. Hau ab. Ich muss ja irgendwo hin. Wir bewegen uns irgendwie immer an denselben Orten. Ich wäre auch nicht. Irgendeiner hat sich teleportiert? Ja. Also ich nicht. Ich war so an der vorne. Das, da war im Haus. Derjenige war im Haus. Okay. Ich habe nämlich noch die Rauchwolke gesehen. Reaper ist es, glaube ich. Ja gut, also ich habe ja doch immer noch teleportiert zu haben, wie auch immer man das nennt. Hä? Ist jetzt Navo confirmed worden? Die lag oben auf dem Dach. Also ich sehe nichts. Dann ist Navo vielleicht respawned. Vielleicht hat sie ja Second Chance gehabt. Ah, das könnte sein. Das ist durchaus möglich. Aber also ich habe sie spawnen. Oben auf dem Dach, sie kann nur nach hinten runtergefallen sein, von mir aus gesehen hinter, nach hinten halt. Aber sie zum Sniper-Spot hin, vom ersten Dach aus. Aber sie ist nicht am Spawn. Und jemand hat auf mich geschossen mit der Schrotflinte. Ich habe eine, ich habe 8 von 24 und ich bin... Aua! Ja, Schrotflinte. Ja, aber das war zu weit weg. Nee, nee. Das war jetzt aber random Weg. Ich sehe nur einen mit der Schrotflinte. Das heißt doch nix. Ich kann sagen, war, ich mit der hau ab, hau ab. Hau ab. Navo lebt wieder und Navo ist T. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, nur du hast auf mich geschossen. Nur ein bisschen mit der Schrotflinte. So wie ich Enno gerade angeschossen hab, voll in den Po. Wo ist denn Navo? Beim Haus, aber du bist höchstwahrscheinlich auch T, oder nicht? Warum sollte ich T sein? Ich werde angeschossen. Ich glaube, Vanva. Vanva ist der zweite. Wieso? Weil du hast mich gerade angeschossen. Weil wenn es wieder die Sniper ist, dann kann es ja nur Navo wiederum sein. Das war übrigens keine Sniper, einer das war eine Garage. Die Garage, ob das die Garage. Raus. Ah, die Garage meinst du? Okay, ich geh mal rein. Erster T ist tot. Ich hoffe, das war richtig. Komm raus, du zweiter T. Schwarz. Von wem sprichst du? Von dir! Alter, ich hab nicht mehr genug live. Das gibt's doch nicht. Ein Deadringer, ernsthaft?
Nö. Ach, das bin ich. Ja, das bin ich. Ich habe kein freies Schussfeld, ich kann dir nicht helfen. Ich weiß. Wow! Super. Shit! Mann, Mann, ja, was für ein schönes Spiel. Mann, war ich hätte dich abgehalten. Oh, das war aber lange. Oh ja. Aber super gespielt, echt super. So müssen die Runden immer laufen, mega geil. Ja, da kannst du aber richtig lange Folgen hochladen. Ja, ist super. Alle über 10 Minuten. Alter Falter, ey. Wann war ich hab nur einfach so, weil du warst der Einzige, der mit Enno rumgelaufen ist und dann war Enno auf einmal nicht mehr da. Also musstest du was gemacht haben. Ja, außerdem habe ich dich gesehen, als du mich auf mich geschossen hast. Also ich finde, Flori hätte mich töten dürfen. Ja, es war von meiner Seite her wirklich ein Random-Schuss. Gebe ich auch offen zu. War es auch. Aber es war für mich trotzdem die einzig logische Möglichkeit. Da ich halt Flori die ganze Zeit gesehen habe. Ja, sonst hätte ich den schon längst weggerotzt. Das war auch wieder so. Ah, ich fand die Psychologie in der Folge, in der Runde. Die ist voll behindert. Ja! Moment. Hey, was machst du hier? Geht dich nix an. Mhm. Voll am Shoppen hier, ja, ja. So. Da ist die Fishing License. Ja. Hast du auch gefunden. Die Fishing. Ach, die ist woanders jetzt, ne? Die Fishing License. Die liegt immer irgendwo rum. Die geht nicht in den Karton rein. Was soll denn das jetzt? Brennt da die Küche? Ich glaube, da brennt die Küche. Hä? Wieso? Ich glaube, Navo hat gekocht. Seit wann ist das? Hey! Nur in Sims, nur in Sims. Oh! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein! Alle Bilder von den Wänden geholt. Nee, nee. Ey, das war 100%ig. Nein! Du warst der Einzige, der da hingeguckt hat. Ja, zufällig gibst du, Affe. Ja, klar. Mhm. Ich sag, Enno ist T. Wann war konnte nicht gewesen sein, das wäre die einzige Möglichkeit noch Flori, weil Flori weiß nicht, wo er ist. Ja, ja. Am Arsch weißt du, wo der ist. Enno und Flori laufen zusammen rum. Na? Hä? Ich bin völlig woanders. Das ist gelogen. Dann seid ihr beide Traitor. Ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Wie wisst ihr? Also ihr seid... Ich sehe nur Wanwa und Reaper zusammenlaufen. Sind da im Wasser? Da ist jemand tot. Im Wasser kommt man ja nicht dran. Na toll. Okay, Navo ist gerade gestorben. Okay. Und Flori ist in der Nähe. Ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Nee. Und Enno ist auch in der Nähe. Ja, wir sind alle einer von euch beiden muss es gewesen sein. Oh, komm, hat eigentlich mittlerweile mal jemand diesen keine Ahnung. Ding gefunden? Enno ist es, Enno ist es. Headshot. Sag ich doch. Ach, nice. Das Ice Machine was very close. Übrigens, das Lava hat mich. Sorry. Hey. Ah, Flori schießt ja trotzdem auf mich. Oh mein Gott, was ist denn mit dem Blut passiert? Bloodshed? Ah! Fuck. Sehr schön. Sehr schön. Warum schießt du? Ich wollte auf Enno schießen, das war. Aber dann hast du auf mich geschossen. Mann. Und das war ich nicht mit den Fässern. Mann, war aber trotzdem gut geraten, dass du T bist, also. Ja. Ich war ja übrigens nicht mit dem Metal Barrels vorhin, Reaper. Ich hab mich versteckt. Und du hast mich nicht gesehen. Und ich sag noch, die beiden laufen zusammen rum. Die sind bestimmt zusammen Trader und plötzlich falle ich um. Ich hab's wirklich nicht bemerkt. Ich hab ein Radar gekauft und ich hab ihn nicht gesehen neben mir. Also dann solltest du vielleicht mal deine Augen kontrollieren. Ihr wart so vertraut miteinander. Das ist ja das Traurige. Das ist ja das Traurige schon, das stimmt. Enno schießt Fässer kaputt. Ja, ist für uns alle gut. Hass auf Fässer. Außer für einen Traitor. Ja, außer für dich. Es sei denn, der schafft sich irgendwie, sich selbst damit zu killen dabei. Das ist ja auch schon häufig passiert. Ach. Kein Kommentar. Einfach. Ja.
Er kommt da hinten gerannt. Ich glaube, ich habe nicht eingeschaut. Da haben wir Navo. Vernünftige Sekundärwaffe. Was ist denn bei dir eine vernünftige Sekundärwaffe? Naja, Degel. Was besseres als die Pistole. Degels. Kann man mit dem Boot fahren? Mit welchem? Da hast du Papst mit dem, was bei dem Häuschen hier hinten ist. Das? Aber nee, das ist ein Traitor von Vorsicht. Wann war das hinten? Kann ein Traitor da rausfahren lassen. Das ist total bescheuert. Weil auf manchen Karten kann man damit fahren. Headcrab, Viech gedöhnt. Hä? What the fuck? Ja, wo? Na, dann. Ah! Wo? Oh, ja, wo hier? Ja, das. Da gehen wir nicht mehr lang. Nee. Wir bleiben jetzt hier hinten, ganz einfach. Aua! Was zum. Enno wurde niedergesniped, glaube ich. Glaubst du? Was? Ja! Es gibt ja nur einen Sniper. Ich hab Angst, ich gehe. Flori, wie geht's dir? Weiß ich nicht. Scheiße! So geht's auch! Ja. Ich wurde abgesnagelt. Mhm. Ja. Ich hab ne Ladung Schrot in den Arsch bekommen. Schlecht, bin tot. Auf dem Scheiß Kopf. Boombody, ey. Man braucht, ey, hallo. Toll. A little bit close. Ich nutze mal kurz ein Admin-Menü, weil das war jetzt echt unfair. Mhm. Also die Hexe. Cheetah! Cheetah! Nein, das ist richtig so. Wir sollten auch nicht confirmed sein. Wir sind nämlich beide direkt ins Wasser geflogen. Das war echt uncool. Sind wir jetzt confirmed worden? Ich weiß es nicht. Nein. Hat man nicht gesehen. War überhaupt eine Granate? Keine Ahnung, was das denn ist. Ich bin aber beruhigt. Hätte ich dich einfach tot lassen sollen, weil du bist Tee, oder was? Nein. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich bin echt kein Tee. Auch wenn ich Tee gerne mag, aber ich bin keins. Wo wir schon die Thematik Tee haben, ist es eigentlich rassistisch? Ist es eigentlich rassistisch, wenn man sagt, ich mache mir schwarzen Tee? Nö, es gibt ja viele schwarze Tees. Ja, aber es gibt ja keinen. Man kann ja schwarzen Tee mit. Es gibt ja auch weißen Tee. Du hast einen Eistee. Einen ungesüßten. Gibt's ernsthaft weißen Tee? Hab ich noch nie gesehen. Es gibt weißen Tee. Das ist teuer. Okay, dann hat sich die Thematik erledigt. Das ist eigentlich auch was rassistisch. Aber neue Thematik. Tee, was ist euer eben Aldi für 99 Cent, aber so einen weißen, exklusiven Tee kriegst du nur für, keine Ahnung, 5 Euro. Oh, ich bin so ein Skiller. Bist du ein Killer? Bin so ein Skiller. Wenn du es meinst. Wenn Dubstep-Musiker eigentlich gut TTT spielen, heißen die dann eigentlich Skillex? Oh Gott, bitte verlass den TTT. Und ich sage, wann war es Traitor? Für den schlechten Witz. Nee, weil es hört sich so an, als wenn man runterfallen lassen kann, weggelaufen ist. Es hört sich so an, als wäre das irgendwie so eine Waffe, was Sandra gerade gesagt hat, so Silent Bank. Irgendjemand wurde hier direkt vor mir weggesniped, es war Reaper. Nee, Flori ist zu nah dafür. Nee, ich habe auch eine Schrotze. Ja, ich weiß, du bist auch zu nah gewesen. Ich werde auch abgeschossen. Wechseln können. Aber von wo? Ich muss das mal evaluieren. Ach man, evaluieren. Sei doch nicht so spießig. Wo ist er denn, im Lager? Komm her! Für den Fuß. Da kommt dort hinten nicht rum. Da muss noch stehen. Oh. Ach, prima, was kannst du eigentlich? Danke! Zweites Mal daneben!
dreh das mal daneben, du Affe. Fuck, keine Muni mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Nu Battle. Alter, wo habt ihr heute das Aimen gelassen? Keine Aber jeder Ahnung. Schießt daneben. Ach. Also die Melonen wollten heute einfach irgendwie nicht den Körper treffen. Nee, absolut nicht. Und Reaper? Ich fall tot um und sehe dann nur noch so in meinem Todesscreen wie so ein Pimpke mit einem Melonenlauncher und die Melone fliegt an meiner Leiche vorbei. Und Reaper, das am Anfang war ich habe gesehen, ich bin T, habe ich umgedreht auf die Fässer geschossen, weil da zwei standen. Genau. Reaction Time. Aber nochmal die Frage, hat irgendjemand bisher einen Bobblehead gefunden? Nope. Nee, das ist ja noch nicht. Das ist aber schwer. Mhm. Wir achten halt nicht drauf. Das kommt doch dazu. Aber du kriegst dein Credit. Ja. Ja, aber ich habe halt wirklich schon die Props mehr angeschaut, aber habe halt bisher nichts wirklich gefunden. Man muss da vielleicht erst so ein Auge für entwickeln. Naja, oder wir installieren noch ein Plugin, was die Dinger leuchten lässt, wie verrückt. Gut. So ein Wallhack. Macht Spiel ja gar keinen Spaß mehr. Also muss ja nicht mehr was suchen. Na, wo ist ein Saufen? Das ist ein Fischladen, hier säuft man nicht. Ja, er säuft man höchstens. Hast du gerade versucht, mich durch das Fenster? Das war irgendwie gruselig. Und gerade hat einer versucht, mich umzulegen mit den Fässern. Wenn jetzt hier. Ja. Mach hier, guck da rein. Oh, du hast ihn gefunden. Ja. What the fuck? Nimm ihn! Kommt plötzlich ein Reaper oben aus dem Fenster. Ich kann ihn nicht nehmen. Aber du spielst nicht? Musik? Wunderschön. Hä? Bitte, wenn ich hier sterbe, die Musik ist wert. Das denke ich mir jetzt auch gerade. Ich nehme eine andere Waffe. Das ist wunderschön. Mhm. Wir sollten hier bleiben. Ja, ja, ja. Das finde ich auch. Da bleibt man doch drin. Das ist doch schön, wenn man hier stirbt und das letzte, was man hört, sind so schöne Klänge. Das war von hinten. Ich habe nur die Waffe gesehen, aber nicht den Typen. Das war bestimmt schon wieder Enno. Der schießt die ganze Zeit durch. Wenn du den Satz jetzt beenden könntest, ne? Durch die Fenster in mein Gesicht fast. Lebst du noch? Ja, ja, ja. Wunderschön. Das Ding ist weit entfernt gewesen. Sehr gut. Nicht bewegen. Der steht noch vorm Fenster. Nee, ich bin's. Dann geh bitte weg. Ja, weil mein Reaper tot ist, sind die beiden es ja. Das glaube ich nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Warum seid ihr es denn nicht? Ja, eben. Mhm. Ihr seid absolut friedfertig. Okay. Absolut. Ihr habt ja auch Reaper auch. Oder einer von euch hatte. Das ist ja schon am Anfang gestorben. Du wirst es bereuen, Naro. Ja. Ich bezweifle auch, dass wir einen nicht, ja. auf unseren eigenen. Ich sag doch, du wirst es doch bereuen, Naro. Da schießen würden. Einfach Florian. Ist einfach weg. Welche Reiseplattform nutzt ihr eigentlich zum Vergleichen? Deck.de? Gar keine. Was? Weg.de. Ja, ich meine ja nur. Also ich bin Fan von Expedia. Ach ja? Ja. Das nice. Akzeptiere ich nicht. Die Witze werden aber auch immer flacher heute. Ja, das Niveau. Es sinkt, wie die Schiffe hier sinken sollten. Ja. Die SS Shift und die SS Enter. Oh Mann. Naja, die Phishing-Lizenz funktioniert ja leider nicht mehr. Was konnte man damit? Du kannst damit auf das kleine Schiff hier drauf. Und da ist ein Tester. Auf dieser Version geht er ja vielleicht, oder? Nö, also wir kommen ja nicht aufs Schiff drauf. Ja, ich hab endlich was. Achtung, Fässer explodieren, Nähe Truck. Ja, ich komm raus und die explodieren. Du bist auch in Spezi. Ich habe extra gesagt, Achtung, Fässer explodieren, Nähe Truck. Ja, da war ich aber schon am rausgehen, wo du das gesagt hast. Du. Ja, jetzt ist ja wieder zurücklaufen können. Das ist meine Schuld, wenn du reinreißt. Ah! Ich weiß, warum das Ding, daran? Ein Bubblehead war. Na? Dass das eigentlich ein Radio ist. Oh. Ja. Radio? Radio ist das Ding eigentlich. Der Bubblehead.
Und du hast ihn gefunden. Ja, also jetzt nicht. Jetzt habe ich den das Radio gefunden, aber. Aber da stand unten was im Chat, dass du was gefunden hast. Ich werde abgeschossen gerade. Ich habe ja nur das Radio gesehen und es ist angemacht, weil die Musik so toll ist. Aber damit hast du was bekommen und irgendjemand auf mich geschossen. Ich glaube, Reaper ist hinterm Bootshaus. Nee, ich bin hinterm Bootshaus und ich wurde da beschossen. Club okay. In Köln. Dann hau ich mal ab. Wollte ich mal nur so anmerken. Ja, ich sehe echt ein Grab. Hallo. Geh weg. Ja, ich gehe doch schon. Ja, ich geh doch. Mann. Lass mir nicht hinterher. Eigentlich glotzen die Mann ja auf die Arsche von den Frauen und nicht umgekehrt. Wer ist das? Ja, aber nicht auf dem Arsch. Die gucken woanders hin. Wer da angeschossen? Von wem? Wann war ist es? Der ist tot. Mhm. Ich glaube, der hat sich gerade selber mit der Halleluja-Bombe gerade eben getötet. Was war das denn? Ich glaube, Flori ist gestorben. Gracias. Dankeschön. Bei diesen Häuschen da mit den Getränken. Die ist ins Lager rein. Hundertprozentig. Geh vorne rein, ich hab hinten die Luke im Blick. Achso, bei der Garage. Ja, Garage. Und stürmen. Jawoll. Danke. Ja. Wann war sich einfach verraten hat. Nee, ich hab geschossen und Wanwa war das doch einfach, was Wanwa draufgegangen ist. Nein, Wanwa hat sich total verraten. Weil er draufgestimmt ist. Ja, hat er. Oder hast du. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Ganz einfach, Nabo hat mit dir über den Bubblehead gesprochen und es wird gepostet, wer den Bubblehead aufgenommen hat. Und du hast gesagt, nee, ich habe nur das Radio gefunden und ich habe gesehen, wie du ihn aufgenommen hast. Ich wusste ab diesem Zeitpunkt, du bist T. Oh. Nice. Es ist keine gute Idee zu leugnen, dass du das Ding aufgenommen hast. Das hab ich selbst nicht gemerkt. Na, wann merkt man auch schon was? Das war gerade so mega, ey. Manchmal ist man halt doch ein bisschen grenzdebil. Ein bisschen ist gut. Manchmal hat man so ein IQ-Spongebob. Was bedeutet denn grenzdebil? Was soll das denn heißen? Na, google mal danach, findest du ein Foto von dir. Oh, das war jetzt böse. Jetzt geht's aber langsam los. Jetzt hör aber mal auf. Ja, ich hab einen Lauf. Wo ist der? Da wo du nicht bist, Junge. Also wenn es jetzt einen Random Kill gibt, nö. Das ist für mich egal. Ach nee. Ich weiß, wo er ist, oben auf dem Sniper-Ding. Ja. Enno, du solltest Angst haben jetzt. Nee, du solltest Angst haben. Aber was ist das Sniper-Ding? Der Kran oder der... Nee, dieses Teil, das wo du hinten hochklettern kannst. Wollen wir einfach die Jagd einfach so öffnen? Oder? Wollen wir die Jagd einfach so hat öffnen? Ja. Ich bin auch nicht runtergefallen, zum Glück. Hallo und tschüss. Ja, und tschüss. Ja. Tschüss mit Öss. Mache Abgang, du Eiermaler. Tschüss mit Öss? Ja. Aha. Noch nie Sinus Telefon von Radio PSR gehört? Was denn? Radio PSR. Sinnlos Telefon. Da gab es auch mal so ein paar Hörspiele, die sie da aufgenommen haben. War eigentlich nicht schlecht. Oh, die Fässer hier. Mal entschärfen. Wir reden Flori eigentlich nicht mehr. PS. Keine Ahnung. Weil du ihn erschossen hast. Batsch. Doch nicht. Der Spacken ist T und will uns jetzt hier gegeneinander aufhetzen. Mhm. Na, dann hol dir dein Minus-Karma. Wenn du es unbedingt wissen willst. Wo ist der Spacken? Hm. Ja, die ganz große Frage. Vielleicht in der Garage?
Also, ich tendiere einfach mal wieder dazu, dass Navo gerade mit einer Diegel auf mich geschossen hat. Ist das doch wieder dasselbe Spiel? Weil ich schon wieder hier oben drauf stehe und genau denselben Damage bekommen habe wie vorhin. Dann macht sie nur eine Schrotze in der Hand hat und keine Sniper-Rifle. Was? Warte mal, ich muss ja mal kurz was lesen. Wanwa hat ja was gepostet. Neu im Angebot, Trader, Sorte Mr. Wanwa. Mindestens halber Seer, was auch immer. Haste-Modus. Je Runde 4,99 €. Das ist ein neues Ding. Das Ding habe ich, glaube ich, in der ersten TTT-Aufnahme erstellt, irgendwie. Huch, ich muss selber mal auch ein anderes machen. Also, das erinnert mich irgendwie an so eine ganz bestimmte Situation, Reaper gerade. Du meinst die vor zwei Runden? Ja, eventuell. Da hier ist keiner. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man auf diesen Berg raufkommt, wie vor zwei Runden. Was für ein Berg? Ja, ist da. Narbus ja, hinter den Häusern. Hier, verlauf mal hier an dem Truck vorbei, hier rüber zum Wasser. Ich gehe auch so lange in rein für dich. Das macht keiner freiwillig. Also hier. Ja, guck mal, was da steht. Okay, danke. Das genau, da hinten am Rennen. Wann war? Narbo vor den Häusern unterwegs. Also ich finde, wenn jemand hier die ganzen Positionen durchgibt, dann ist das irgendwie so ein bisschen traitorhaft, weil man das so seinem Traitor-Kollegen zuspielen will. Flori ist im Haus drin und Flori war so, als wäre er nicht da. Okay. Der stand plötzlich vor mir. Schade, Tarnung an auf dem Flori. Meine Frau, wer hat hier dieses... Aber ich bin kein T, ich bin kein T. Mann, lass aber mich doch mal ausreden. Wer hat denn dann deinen Namen so gerufen? Ich. Ich hab gerade an der Tür. Wer hat hier so ein Flurp-Bild? Was für eine Tür? Flurp? Hier in dem einen Gebäude ist so ein Bild, da steht das Flurp. Das liegt da aber schon seit ewig. Was ist mit der Tür passiert? Wanwar kommt auf mich zu und Flori. Nee, ich hab's entschärft. Die Tür explodiert ist. Okay, irgendwo wieder Musik. Okay. Es passiert von Beethoven. Also damit ist Flori eigentlich als Inno confirmed, auch wenn das schon ein bisschen komisch war, dass er halt die ganze Zeit nicht geredet hat. Aber wenn er die... Ich wollte einfach mal zuhören, was der alles sagt und so. Wir hätten auch gezogen, nicht. Ob das ist das sehr... Ach, Rui, trotzdem... Auf seinem Sniper-Spot, eigentlich soll ich ihn abschießen. Ich hab die Bombe confirmed an der Tür. Ja genau, deswegen, weil du die... Sonst hätte ja keiner sprengen können, außer ein Inno. Also musste ja Inno sein. Aber guck mal, die Lage. Das kann auch. Nee, als Traitor kannst du doch die Tür bomben. Klar. War das ein Doorbuster? Ja, das war ein Doorbuster. Ja, okay, dann kann es auch ein Traitor gewesen sein. Ach, zum Glück ist er unten im Wasser. Mann, die Lage ist echt gefährlich. Aber ich glaube, ich habe sie irgendwie entschärft, indem ich draufgeschossen habe, oder? Kann gut sein. Du musst auch nur in die Reichweite zu laufen. Als T hast du Glück, dann macht der Doorbuster keinen Damage bei dir. Hä, doch, der. Kann auch Traitor wegholen. Er ist in die Luft geflogen und Reaper zieht in meine Richtung. Oder ist angeschossen worden von ihm. Aber ich mache jetzt mal so die vage These. Von dir wahrscheinlich, Reaper. Einfach mal so. Stell dir vor, er schießt auf seinen eigenen Doorbuster. Um sich selbst. Ne? Also. Ich glaube, wann weiß es mit seinen Verschwörungstheorien? Ich glaube, der ist sowas von T. Und ich glaube, Enno ist auch T. Nur so wieso denn? Hm? Wieso meinst du? Soll Wanda erst mal weiter erzählen? Ja, das ist so diese These, die so offensichtlich für mich irgendwie auch erscheinen kann. Das gibt's auch manchmal mit Leuten, die die eigenen Traitor-Kollegen erschießen. Hm, wie Jay zum Beispiel. Zum Beispiel. Hier ist ein Behindertenparkplatz. Also wir uns jetzt, wieso erzählt das Wann war nicht weiter? Ich hab die Geschichte zu Ende erzählt. Wow, das war jetzt die Geschichte. Das war die Geschichte. Die war total lame. Also. Ja, rück damit. Einer ist auf dem Schiff drauf, das ist wer? Das kann doch nur Flori sein. Könnte der Mister sein. Mister? Mister. Mister. Oh, kann Mister ich einsteigen? Mister wer? Mister Wann war. Der und da kommt hier. Hinter mir her. Da wäre. Ja, ich will dich schlagen. Kriegst mich nicht. Verloren. Und aber, das hier bei dem Hafen Gebiet. Oh, Nabo ist runtergefallen gerade. Ja. Autsch. Backen. Ja. So, was ist mit Reaper? Der ist vom Haus runter. Oh. Also vom Tunneldach. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass es spät ist und dass er endlich jagen geht. Hallo, Wanwa.
will ich später haben. Nein, denn? Tu mir nicht weh, tu mir nicht weh! Genau! Namo geht halt einfach nach Namo links und dann in die Nebengasse vor Panik. Sorry. Ich hab grad wieder einen Schreck gekriegt. Wann war dein Mikrofon? Ja, sorry, das ist mein. Das ist das Problem. Meine Brille ist Flori so kommt groß, wieder. Und wann war? Dass ich Flori damit immer mein Mikrofon treffe. Es gibt Flori geht zum Schiff. Du brauchst einen zu den Containern. Wann war zum Containern? Ah! Wann war? Hab ich dich erstreckt? Nicht mit der Schrotze. Sonst gebe ich dir wer ist hinter mir? Ich. Dann hau ab. Ich mach schon was. Gibt's ich geh schon noch? Wieder. Und da ist Reaper wieder. Hab ich. Reap. Was du da? Da! Ich würde mal sagen, der Terrorist oder die Terroristen müssen sich mal beeilen. Wir haben nur der Terrorist und die Terroristen. Ich glaube, hier ist gerade eine Bombe explodiert oder sowas. Ich habe mich korrigiert. Ich habe die gesagt. Es immer noch gibt zwei die sind. Ganzen Fallen. Die klingen doch auf wie Bombe, glaube ich, oder? Ja, aber ich habe halt einen kurzen Ruckler, wenn es Bombe ist. Mhm. Das ist halt so das Schöne, wenn man der Server-Admin ist. Ja, hat keine Trado-Server. Das sind die Hacks. Das weißt du doch. Ja, Reaper ist gerade draufgegangen. Ich glaube. Wie ist das passiert? Das hört sich so runter bei den Häusern. Ich bin bei den Häusern. Genau, also was du. Wir sind alle bei den Häusern, vermutlich. Ich habe aber nichts. Hier liegen Tannenbäume. Das ist doch gar nicht Weihnachten. Aber hier liegen drei Tannenbäume. Enno muss auf mich geschossen haben. Wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Ich glaube oben auf dem Dach, oder? Deine Mutter! Verteidige mich nur! Ja, ja. Mit seiner Schrotze immer. Da bleiben meine... Meine scheiß Tannenbäume bleiben da an diesem Gitter hängen und schaffen es nicht durchzukommen zu Enno. Ich habe einfach nur gesehen, wie Tannenbäume plötzlich über die ganze Karte liegen. Ja, Mai, ist das schon Weihnachten? Also die verursachen anscheinend Ruckler wie eine Bombe. Ah, die waren's also. Igel und Sardoff. Ich dachte halt erst, das wäre mein Schuss gewesen, weil ich habe genau in dem Moment halt Flori erschossen, so etwa. Ach, ich war eine Sniper. Das sind Scherben. Oh, nein, nein, nicht zu mir. Hier war ich ja noch. Wie? Ach, ich will die Sniper. Mann. Hau mir ab. Tiegel gibt's ja. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Ein Engel ist hier. Oh ja, ein Bengel. Wann war? Wann war? Hä? Was denn? Ich hab nur was schießen hören. Du hast nicht. Also ich vermute mal, wann war es T? Oh. Hallo. Tschüss. Naja. Ich vermute das Gegenteil. Mhm. Ah, im ersten Haus ist er drin! Hä? Hab ihn! Nice! Oh, er hat 100 Pro mit Sicherheit ein Feld gekauft oder sowas. Oder hat Second Chance. Also noch liegt er hier, aber ich bin mir nicht sicher, aber ja, ob ich gleich tot umfalle. Tack. Tick. Tack. Ja, ja, war klar. Also, Flori ist der andere oder Enno ist er? Ja, Enno. Ja. Alles klar, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen doch sehr langen Rollen, Runden und lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke. Ach nee, die gibt's ja nicht mehr. Bis dahin dann, tschüss. Ciao. Tschüssi.